Hallo meine Lieben. Ja, ein PC mit einer Maus. Es ist ja heutzutage gang und gäbe, ob es jetzt ein Laptop ist oder ein Heimcomputer. Damit wachsen die Leute heutzutage auf. Es ist selbstverständlich, irgendein PC zu haben, weil die Dinger ja auch nicht mehr viel kosten. Man kriegt ja für 100 Euro schon irgendeinen popligen Laptop oder PC. Aber könnt ihr euch mal zurückerinnern? So 1990 bis 95? Da hatten noch nicht viele Leute ein PC, ja, vielleicht 95 langsam. Aber auch das Internet war echt teuer. Das heißt, mit so einer Maus an so einem Computer zu sitzen den ganzen Tag, das gab es damals einfach nicht. Könnt ihr euch noch erinnern, als ihr das erste Mal eine Maus in der Hand hattet? Das war nämlich bei mir das hier. Viele wissen gar nicht mehr, was das ist. Das hier ist die Nintendo-Maus. Damit konnte man einige Super Nintendo-Spiele spielen. So konnte man zum Beispiel SimCity mit diesem Ding hier wesentlich besser spielen. Und zwar auf diesem komischen Touchpad hier. Also man hat sich einfach dieses Touchpad hier genommen. Man konnte so dann SimCity spielen. Das war viel besser. Es gab auch noch andere Spiele. Aber das wohl bekannteste, und das geht es heute, das ist Mario Paint. Mario Paint hat praktisch diese Maus hier etabliert. Das ist das erste Spiel, das dafür rauskam. Kam auch recht früh zu Beginn des Super Nintendos heraus damals. Und hat praktisch dieses Touchpad gleich mitgebracht. Und das Gameplay von Mario Paint, das könnte man praktisch mit dem Windows Paint vergleichen. Aber es sind doch einige Sachen, die anders sind. Und weil dieses Spiel so ungewöhnlich ist, werde ich es jetzt nicht unbedingt nur reviewen, sondern wir erinnern uns jetzt mal zurück, ja, so was der Nostalgie-Alarm eigentlich sein sollte. Wir gehen in unsere Kindheit zurück, nehmen uns diese Maus hier und gucken mal, was man in Mario Paint alles machen konnte. Ja, da sind wir hier im Menü und ich glaube, es gibt kein anderes Spiel, wo ich so viel Spaß alleine im Menü hatte. Man kann hier so viel Blödsinn machen, wenn man auf diese Buchstaben klickt. Und dann ist es wieder größer. Und Achtung. Ah, ich dachte, man kann die damit treffen. Cool. Jetzt malen wir hier was. Wir gucken uns jetzt alles an. Weil als Kind haben wir das auch alles gemacht. Ah, die Credits. Wollen wir nicht. Alles klar. Eine Bombe. Jetzt läuft diese berühmte Melodie hier, die ja dann irgendwann als Mario Paint Melodie genommen wurde. Dabei ist das eigentlich eine schon längst bekannte Melodie. Ich will nochmal versuchen, Mario zu treffen. Ich meine, das ging. Mann, so. So, hier befinden wir uns im Startbildschirm. Und zwar, das Gameplay von Mario Paint ist eigentlich ganz simpel. Es geht ums Malen, es geht ums Erschaffen und ums kreativ sein. Du kannst hier oben einfach die Farben verändern, du kannst hier unten auch die Stift ändern, du machst ihn dicker, du kannst ihn hier auch ganz dick machen. Du kannst hier auch mal Stempel verwenden. Entweder du benutzt irgendwelche Farben oder du gehst hier oben weiter, bis du dann sowas hier kriegst, sowas Buntes hier, sowas, das verändert sich, aber du kriegst halt später auch solche Stempel. Die haben einen transparenten Hintergrund, wie man sieht, und hier kannst du irgendwas hinstempeln. Was kommt hier noch? Ein Fisch. Ja, und so gibt es hier allerlei Krimskrams und so kann man sicher lustige Bilder zusammenstellen. Ich mal irgendwas. Ich bin gerade mal richtig kreativ hier. So. Jetzt kann ich die Sachen, die ich mir auch sprühen, dann werden sie halt nur teilweise gemalt. Ich kann mir aber auch irgendwas nehmen und da einen Kreis setzen. Dann wird es halt... Achso, jetzt habe ich gerade eine Linie. Jetzt nehmen wir mal einen Kreis. Jetzt wird die Mauer halt dann nur im Kreis gemalt. Ich kann auch Sachen rückgängig machen. Wenn ich auf den Hund hier klicke, dann wird halt die letzte Aktion rückgängig gemacht. Dann kann ich wieder was Neues malen. Und wenn mir das nicht gefällt, mache ich es wieder rückgängig. Wenn man ein Menü zurückgehen will, muss man auf die Bombe klicken. Bam!
Bam. Gut, hiermit kannst du komplett ausfüllen. Das heißt, wir nehmen mal das jetzt. Und wenn wir drücken, wie ihr seht, wird der komplette Hintergrund, auf den ich geklickt habe, mit diesem Symbol ausgefüllt. Sehr gut. Hiermit kannst du auch ausschneiden. Das sollte eigentlich recht bekannt sein. Schneiden wir mal den Yoshi aus und wir setzen den jetzt dahin. Und dahin. Und dahin. So, wenn uns das Ganze überhaupt nicht mehr gefällt, dann kommt vielleicht das Lustigste, was das Malen überhaupt angeht. Das Radiergummi. Du kannst ganz normal Radiergummi machen, du kannst es hier auch kleiner stellen. Oder du klickst hier drauf. Dann verschwindet alles. Und es gibt hier viele verschiedene Methoden des Radierens. Die hier dauert ein wenig, ist aber ganz gut gemacht, finde ich. So. Und weil wir die Zeit haben und uns zurückerinnern wollen, machen wir sie alle einmal durch. Das ist schon echt ganz cool gemacht. Die Musik dabei ist der Hammer. So, was haben wir hier nochmal? Ja, die geht ein bisschen schneller. Die auch. Okay, für die ganz schnellen. Und das ist die coolste. So, aber genug davon. Gehen wir doch mal weiter. Wir können hier nämlich nicht nur malen, wir können auch andere Sachen machen. So, wir hier zum Beispiel, wenn man sieht, wie ihr klickt, wird das komplette Bild einfach nur mit dem Symbol oder der Farbe, die man halt jeweils wählt, ausgefüllt. So. Hier können wir ganz normale Buchstaben verwenden. Wir machen mal kurz alles weg. Das heißt, wir können auch Sachen schreiben. Wir schreiben jetzt zum Beispiel mal meinen Namen. So. Sehr gut. Großbuchstaben. Was haben wir hier? Hier können wir die Schriftarten ein bisschen ändern. Wie ihr seht, hier können wir auch Zahlen oder chinesische Buchstaben einfügen. Oder sind das japanische Zeichen? Ich glaube ja. Macht ja auch Sinn. Man kann allerlei Blödsinn machen, wie ihr seht. Und das Ganze auch wieder schnell wegradieren. Gut, dann kann man sich aber auch noch spezielle Stempel sozusagen selbst erstellen. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwas male, ich bin mal kurz kreativ, ich mache einfach mal, die Musik ist cool. So. Eine Werder Bremen Raute, die speichere ich jetzt. Dann gehe ich hier wieder raus. Und wir gehen wieder zurück in den Malbildschirm. Gehen auf Stempel. Und dann klicken wir mal durch. Und ihr seht, hier ist jetzt meine tolle Raute gespeichert. Und die kann ich jetzt hinsetzen. Total cool. Was haben wir noch? Das Animationsland. Ah, man kann Sachen animieren. Dass ich zum Beispiel da, das ist das erste Bild. Da ist das zweite, da ist das dritte, da ist das vierte. Man kann halt auch noch irgendwelchen anderen Quatsch dazusetzen. Die würden dann halt hintereinander sich abspielen. Ich muss aber ehrlich zugeben, dieses Animationstool habe ich nie wirklich verstanden. War nie wirklich so mein Ding. Dann haben wir natürlich den Mario Paint Composer. Hier kann man diese Symbole hier halt einfach auf die Tonleiter setzen. Ein bisschen sollte man sich damit auskennen.
Wenn ich den Stern zum Beispiel hier hinsetze, hört ihr das, den Sound? Hier ist es dann halt ein tiefer. So, hier können wir uns das Ganze anhören. Wir können das Ganze auch schneller stellen. Oder langsamer. Gut, man kann auch hier auf den Dreivierteltakt stellen. Für Musikkenner, die werden wissen, was damit gemeint ist. Und man kann auch einstellen, dass das Ganze einfach immer wieder abgespielt wird. Oh, schneller. Gut, bei Mario läuft hier einmal durch. Und man kann hier unten sich auch vorher vorgefertigte Themen einmal laden und dann einmal anhören. Nehmen wir mal ein normales Tempo. Sehr cool. Und dann gibt es noch dieses komische Thema. Das ist eine berühmte japanische Gute-Nacht-Melodie, die wir hier gerade hören. Und dann haben wir noch das. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher diese Melodie stammt. Das klingt auch wie irgendwas aus so einem Kindheitsding, irgendeine Cartoon-Serie. Aber was ich euch auf jeden Fall noch zeigen muss, ist, sie haben hier in Mario Paint das erste offizielle Orgasmus-Lied praktisch ermöglicht. Wir hören uns einmal kurz von diesem komischen Gesicht die Geräusche an. So. Und wir hören uns das nochmal an. Also mehr muss ich dazu wirklich nicht sagen, oder? Ja, dieser Mario Paint Composer, der ist ja mittlerweile super berühmt. Ihr müsst einfach mal auf YouTube, gebt einfach mal Mario Paint ein. Ihr findet so gut wie jedes berühmte Thema, nicht nur Nintendo, sondern sonst irgendwelche Themen oder Musikstücke, findet ihr in diesem Mario Paint Composer irgendwie geremixt. Es ist super witzig. Was können wir noch machen? Ist klar. Ah, hier, das Coloring Book. Das war so cool. Wir können uns hier vorgefertigte Bilder praktisch laden. So, nehmen wir mal, das war immer ganz cool. Dann gehen wir wieder raus. Gehen wieder ins Malmenü. Und jetzt können wir uns dieses, das praktisch einmal ausfüllen. Und das selber anmalen. Wie so ein ganz normales Malbuch praktisch. Oh, es ist so cool. Es hat früher so viel Spaß gemacht, hier einfach nur rumzumalen. Einfach der Fantasie freien Lauf lassen. Das hier ist natürlich ein One-Up-Pilz. Völlig klar. Ich verliere mich hier gerade drin wieder. Das war so cool, das anzumalen. War noch blau, oder? Ihr seht, man kann hier echt unglaublich viel Zeit mit dem Quatsch verbringen. Gehen wir mal wieder zurück. Dann, man kann auch die Musik ändern. Und zwar gibt es nicht nur dieses Athletic-Team hier, sondern wir hören uns mal die verschiedenen Themen an. Das war auch ganz nett. Ich habe entweder das oder das angehabt, denn das dritte hier, muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein bisschen Psycho. Was das? Ah. Das ist irgendwie eine Melodie, die man spielt, wenn man jemanden hypnotisieren möchte. Man kann die Musik aber auch ganz ausstellen, aber ist ein bisschen zu langweilig, ne? Nehmen wir das. So. Man kann auch die Geschwindigkeit der Maus höher stellen. Ihr seht, dass sie die bewegt sich dann wesentlich schneller. Ich muss immer sagen, ich hatte ganz gern den Hasen an. Das war so ein gesundes Mittel.
Ja, man kann sich das Ganze auch in Ruhe angucken, ohne Hintergrund. So, jetzt kommen wir zum Besten im Spiel. Zum Allerbesten. Hier gibt's eine komische Kaffeetasse. Und was passiert wohl, wenn man da drauf drückt? Hammer. Das geilste Game ever. Das Fliegenklatschenspiel. Ihr müsst diese komischen Viecher hier halt einfach nur wegklatschen. Ihr könnt dabei so oft drücken, wie ihr wollt. Ihr habt keine Munition oder so. Und ihr müsst, am Anfang sind es halt nur kleine Mücken. Die müsst ihr töten. Ihr seht dort oben, seht ihr, wie viele Viecher noch kommen werden. Das sind immer 100. Und oben rechts seht ihr mit den Händen eure Leben angezeigt. Denn es kommen auch Viecher, die euch angreifen werden. Wie zum Beispiel die Wespen. Ah, ein extra Leben. Ich zeige euch das mal kurz. Die schießen dann und ihr müsst ausweichen. Aber die Wespe bleibt da. Also ihr müsst sie schon irgendwann töten. So, so wird das Spiel natürlich im Laufe der Zeit immer schwieriger. Oh, die Bomben. Achtung, ich zeige euch, was passiert. Ja, die kommen euch näher und explodieren an euch. Das ist entweder ihr bringt sie um oder ihr flüchtet vor den Bomben. Ist euch überlassen. Abklatschen bringt natürlich 100-mal mehr Spaß. Wir werden jetzt das erste Level hier einmal zusammen durchspielen. Und versuchen, den Endgegner nass zu machen. Komische Moskitos. Was machen die nochmal, wenn man sie lässt? Machen die überhaupt was? Da. Ah, die explodieren nur. Cool. Den kann man ja noch ganz gut aushalten. Zweiter Endgegner. Ey. Lass dich treffen. Stimmt, der hat jetzt diesen blöden Feuermove dazu bekommen. Oh, das war ungeschickt. Schon! Scheiß Wespe! Das ist viel, viel aufregender als mit so einem Gamepad zu spielen hier mit der Maus. Das ist viel intensiver. So. Dann gehen wir mal kurz ins dritte Level. Ich glaube, lange werde ich da drin eh nicht überleben. Aber die Musik ist so geil. So richtig schön Techno-Beat jetzt. Das Stöhngeräusch, das ist so geil. Dieses Spiel ist so pervers. Das ist ja fast noch schlimmer als das von dem Gesicht vorne bei Mario Paint. Ja, meine Lieben, das war alles, was man in Mario Paint machen kann. Es ging, wie gesagt, vordergründig eigentlich hier ums, um die Malerei. Es ging darum, kreativ zu sein. Es ging darum, dass man halt diese ganzen Bilder dann auch wirklich mal verschicken konnte. Mario Paint bekam keinen direkten Nachfolger, aber ein Remake, was BS Mario Paint genannt wurde und auf dem Satellaview praktisch veröffentlicht wurde. In dieser Version wurde die Maus gar nicht mehr benötigt. 1999 wurden dann Spiele veröffentlicht auf dem Nintendo 64 DD, eine Erweiterung, die ja eigentlich dazu gedacht war, um die billigen Discs von Sony für die PlayStation, um da eine Konkurrenz zuzubilden, was ja am Ende dann aber überhaupt nicht geklappt hat, denn schließlich ist es nur in Japan rausgekommen und im Rest der Welt gefloppt. Aber für diese wurden Mario Artist Spiele herausgebracht. Und diese wurden sogar extra mit einer Maus für die Nintendo 64 geliefert. Wir in Europa haben davon jedenfalls überhaupt nichts mitbekommen, das ist hier alles niemals herausgekommen. Aber Mario Paint starb nie wirklich aus. So hat es zum Beispiel in den WarioWare-Spielen öfter einige Cameo-Auftritte und wurde somit am Leben erhalten. Ja, mein Fazit zu Mario Paint: Es ist kein Spiel, was ich jemandem empfehlen kann. Es ist kein Spiel, was man heutzutage irgendwie spielen sollte. Nein, das ist einfach eine Hommage an unsere Kindheit. An das erste Mal so eine Maus in der Hand zu halten und nicht damals am PC. Das war die erste Maus, die ich damals hatte. Ich erinnere mich super gerne an Mario Paint zurück, wie ich als kleines Kind mit diesem komischen Pad hier vor dem Super Nintendo saß und gemalt habe und die Bilder ausgefüllt habe und diese blöden Fliegen irgendwie weggeklatscht hatte. Das war
eine super Erfahrung in meiner Kindheit. Ich hoffe, ich konnte einige von euch daran erinnern. Vielleicht habt ihr auch früher mal Mario Paint gespielt, so wie es eigentlich gedacht war. Falls ja, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich würde gerne wissen, wer so aus dieser Generation kommt, wer Mario Paint noch wirklich erlebt hat. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Tim sagt Tschüss.